gerichtet, ohne ein Staubkorn, faltenfreie Kleidung. Offenbar hatte er damit gerechnet, wenig später nach Hause zurückzukehren. Er hat sich nicht einmal vergewissert, wie viel Geld er bei sich trug. Was er in die Seine geworfen hat, vermutete Maigret, waren Ausweispapiere, vielleicht Visitenkarten. Er will um jeden Preis verhindern, dass man seine Wohnung findet. Und der Spaziergang derer, die kein Dach über dem Kopf haben, beginnt von